richtigen Knopf. Hallo. Morgen. Freuen Sie uns. Hallo. Lieber Herr Bundespräsident, die Sternsinger sind da. Wir bringen Ihnen den Segen für das neue Jahr. Wir bringen die Botschaft vom Christuskind. Wenn leise die Tage und dunkel das Licht, dann sagt uns ein Engel, ach fürchtet euch nicht. Ein Jahr ist zu Ende, ein neues ist da. Im Sternen uns Kindern ist Gott euch ganz nah. Wir bringen euch Hoffnung, wir bringen euch Licht. Hört gut auf den Engel und fürchtet euch nicht. Ein Jahr ist zu Ende, ein neues fängt an. Und was fangen wir mit dem neuen Jahr an? Oft nimmt uns das Böse aufs Gute die Sicht, dann hört auf den Engel und fürchtet euch nicht. Ein Jahr ist zu Ende, ein neues erwacht. Wir bringen das Licht, erhellen die Nacht. Wir wünschen Gesundheit, nur diese ganz schlicht. Der Engel sagt allen, nein, fürchtet euch nicht. Im Stall der Krippe, bei Esel und Rind, lag nackt in der Kälte das Christuskind. Und doch ist es größer als alle zuvor. Es schickt seinen Segen, wir sagen im Chor. Habt Mut, seid voll Hoffnung, ihr seid nicht allein. Gott wird alle Tage des Jahres bei euch sein. Christus Mansione Benedicat. Das heißt, Christus segne dieses Haus. Auch im Jahr 2022. Ja, verehrte Majestäten, ich erinnere mich, wir erinnern uns im vergangenen Jahr, waren meine Frau und ich ganz traurig, dass wir die Sternsinger im letzten Jahr hier im Schloss überhaupt nicht empfangen konnten. Aber ihr erinnert euch, im letzten Januar wurde gerade mit den Impfen begonnen und das Ansteckungsrisiko war noch viel größer als heute. Und insofern hat im letzten Jahr kein Empfang stattgefunden. In diesem Jahr müssen wir uns hier draußen treffen und ihr seid ohne großes Gefolge gekommen, aber ihr seid gekommen. Ihr bringt das helle Licht des Sterns, ihr bringt eure Lieder und vor allen Dingen bringt ihr euren Segen für uns mit. Und wir beide freuen uns sehr darüber, dass ihr gekommen seid und dass ihr auch dieses Haus, den Segen in dieses Haus bringt. Ihr alle kommt, wenn ich das richtig weiß, aus dem Bistum Aachen, aber ihr steht sozusagen stellvertretend für die vielen anderen, tausende von Sternsingern, die in diesen letzten Tagen, Wochen unterwegs waren. Und ihr habt euch für diesen Winter wieder Wunderbares einfallen lassen, ja, um Geld zu sammeln, um es denen, vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen, die es schwerer haben, ein bisschen leichter zu machen. Euer Engagement, das ist großartig. Das steht für Hilfsbereitschaft, für Humanität, für Mitmenschlichkeit und insofern seid ihr wirkliche Wegweiser für uns alle. Und für dieses Jahr, vielleicht nicht ganz erstaunlich für diejenigen, die uns heute Morgen zuhören und zuschauen, habt ihr euch ein ganz besonderes Motto ausgesucht: gesund werden, gesund bleiben. Im zweiten Jahr der Pandemie ist das ganz sicherlich ein treffendes Motto, eine Mahnung, aber eine Mahnung, die auch Zuversicht vermittelt, weil ihr beides seid. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, um nicht krank zu werden, um nicht angesteckt zu werden, aber dass wir auch verantwortlich sind für die Gesundheit von anderen, weil unser Verhalten möglicherweise auch Infektionen bei anderen hervorrufen kann. Und ihr schaut auf Kinder und Jugendliche in unserem eigenen Land, das ist gut.
die hatten es besonders schwer in diesen vergangenen 2 Jahren, aber euer Blick bleibt sozusagen nicht an der Landesgrenze hängen, sondern ihr schaut über die Grenzen unseres Landes hinaus in Regionen, wo es Kinder und Jugendliche noch viel schwerer haben, wo keine Medikamente zur Verfügung stehen, wo keine Krankenhäuser sind, wo keine Ärzte sind, die sich um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kümmern. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass ihr den Blick nicht nur nach außen richtet, sondern euch auf ein Land konzentriert, in dem die Armut nicht nur von Kindern und Jugendlichen, aber besonders für die ganz groß ist, für die Kinder und Jugendlichen im Südsudan. Dass ihr dafür Geld sammelt, das finde ich toll. Und natürlich wollen auch wir uns daran beteiligen. Ihr habt sicherlich ein Behältnis mitgebracht, in dem wir unsere kleine Spende gleich einwerfen können. Aber wir nutzen die Gelegenheit von vielen Journalistinnen und Journalisten, die heute hier sind, um auch zu sagen an die ganzen Mitmenschen in Deutschland, die Bitte zu richten, beteiligt euch an der Sammlung der Sternsinger in diesem Jahr. Wir möchten euch danken für euer Engagement. Aber wir möchten euch auch danken für Mut und Zuversicht, die ihr in diesem Land bei euren Auftritten immer wieder vermittelt. Und ihr sorgt dafür, dass dieses Jahr ein helles Jahr wird. Vielen, vielen Dank. Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bühnenbender, wir danken Ihnen vielmals für die freundliche Einladung. Wir sind sehr gerne gekommen. Die Sternsinger kümmern sich um Kinder auf der ganzen Welt. Dieses Jahr geht es besonders um Kindergesundheit, also dass Kinder gesund leben und gesund aufwachsen können. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns dabei. Deswegen dafür auch noch einmal vielen Dank von uns. Wir wünschen auch Ihnen, dass Sie gesund und gesegnet bleiben.